Hallo meine Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, das Gekreische war ein bisschen unabsichtlich. Ja, und heute kommen die versprochenen 5 Möglichkeiten, um sich selber zu ermorden. Wir werden schon mal für die eine, da müssen wir es vorbereiten, ne? Wir müssen die Monster einschalten. So. Ja, wundert euch nicht, warum die Zombie-Pigments hier so komisch aussehen. Das liegt an dem Texturenpack, was ich verwende. Also jetzt nicht. Und also. Möglichkeit Nummer 1. Wenn ihr weitere Ideen habt, gerne her damit. Ich bin für vieles bereit. So. Wir überleben uns. Wir haben jetzt zwar Sachen im Inventar, aber das kann uns egal sein. Also, wir gehen die Leiter hoch. Ja. Wir sind aber... Genau. Jetzt klappt es in den Probedingens, die ich gemacht habe. Hat das Leiter hochklettern irgendwie nicht geklappt. Da bin ich immer abgerutscht. So. Jetzt können wir einfach hier runterspringen. Und zack. Haben wir Sterbemöglichkeit Nummer 1 geschafft. Steve fiel aus zu großer Höhe. Das ist simpel. Wenn wir uns jetzt das zweite angucken, das ist mindestens genauso simpel. Das ist einfach nur Verbrennen in Lava. Ne? Das ist einfach. Dann gibt es auch noch, das sind jetzt so die einfachsten Möglichkeiten. Steve versucht in Lava zu schwimmen. Das sind hier so die einfachsten Möglichkeiten zum Sterben. Hier haben wir noch was. Da springen wir in Wasser rein und ja, warten einfach mal, ne? Bis uns die Luft ausgeht und ja. Wir können dann die ganzen Sachen hier wegschmeißen, weil die. Das ist alles Müll, den brauchen wir nicht. Mal gucken, wie viel wir weggeworfen bekommen. Bis wir ertrinken. Wir werden bald ertrinken. Na, alles haben wir nicht geschafft wegzuwerfen. Aber wir können ja mal den Rest. Steve ertrank. So. Die restlichen Euten können wir mal in der Lava verbrennen lassen. Weil die einfach kein Mensch braucht. Auch so den Zombie-Pigmen müssen wir da auch ins Wasser verbannen. So, in die Lava meine ich. Und bei der nächsten Möglichkeit. Wir haben ein kleines Loch. So. Da springen wir jetzt rein. So. Oh, wir fallen aus der Welt. Scheiße! Ja. Steve fiel aus der Welt. Ich finde die noch lustig. Steve fiel aus der Welt. Naja, egal. Und dann wäre hier die letzte Möglichkeit. Aber wie kommen wir jetzt da rein? Ah, ich weiß, wie wir machen. Drauf ist. Alter, wir haben... Okay. Steve wurde von Zombie-Pigmen erschlagen. Das waren jetzt so ein paar Sterbemöglichkeiten. Da hinten rennen jetzt die Zombie-Pigments rum. Sind die aggro auf mich eigentlich noch? Sind die aggro auf mich? Hallo? Oh fuck, die sind noch aggro auf mich. Wird die noch aggro auf mich? What the fish? Ja, das wirkt so, wenn die noch aggro auf mich sind. Also, hilft nur laufen. Damit wir in Form bleiben. Moment. Ich kann die ja mal mit einem wunderschönen Punch bekämpfen. Mit dem, Fire Punch. Komm nur her jetzt, Zombie Pigman, ne? Kommt her! Ja! Komm nur her, ich bin Minecraft Survival Games Profi. Ja, du brennst ja schon. Ach so, Feuer kann ich ja gar nicht umbringen. Scheiße. Oh nein. Nein, ich bin wirklich so ein Noob. Ich weiß nicht, dass Feuer-Zombie-Pigman sich umbringen kann, oder? Kann es das? Nein, kann es nicht. Alter, wie haben die für Probleme? Sind die irgendwie geistig gestört? Hallo, Schaf. Mann. Die sind wirklich geistig gestört. Alter. Ja, der ist immer noch auf mich zu. Leute,
beenden jetzt mal die. Also auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen hoch. Wenn nicht, ab mir ist es besser für euch, wenn ihr einfach ein Dislike gebt. Anstatt dass ihr jetzt denkt, oh, der darf nicht beleidigt werden. Wenn wir den beleidigen, dann ja, es ist aus. Nee, Leute, ihr dürft mich ruhig in den Kommentaren beleidigen. Das ist mir total egal. Macht das ruhig. Denn Kommentare sind für mich das Unwichtigste, was es gibt. Nee. Naja. Ich will mal sagen, ich beende die Folge hiermit. Und sage.